komm ins Stehen. Und dann stell die Füße mehr als hüftbreit. Bring die Hände auf die Oberschenkel. Und wir blasen die Luft kraftvoll aus durch den geöffneten Mund. Atme ein hier für eine Länge in der Wirbelsäule. Und dann durch den geöffneten Mund nach vorne falten. Tief ein. Richtig wie so ein Husten. Und noch einmal. Sehr schön. Dann mit der Einatmung komm ins Stehen. Kurz sammeln. Vielleicht wird es ein bisschen schwindelig. Okay. Und dann stell die Füße wieder hüftbreit. Wir machen ein paar Mobilisationsübungen. Verschränk einmal die Hände, atme ein, streck die Arme nach oben. Streck dich richtig lang, schieb durch die Fußsohlen nach unten, durch die Handflächen nach oben. Atme ein hier und mit der Ausatmung löse die Hände, beug die Ellenbogen, bring die Schulterblätter zusammen. Einatmen, streck die Arme nach oben hoch, verschränk die Hände. Streck dich ganz lang, schieb durch die Fußsohlen in den Boden. Und ausatmen, Ellenbogen beugen, Schulterblätter ziehen zusammen, heb den Brustkorb. Noch einmal. Tief ein. Und aus. Sehr schön. Und senk einmal das Kinn Richtung Brust für die Dehnung in der Rückseite des Nackens. Den Kopf einmal in den Nacken legen. Kopf zur Mitte zurück, einmal rechtes Ohr zum rechten Schulter legen. Den Kopf heben, einmal linkes Ohr zur linken Schulter. Die rechte Nackenseite dehnen. Noch einmal zur Mitte. Und dann nach rechts dehnen. Nochmal Mitte und nach links. Und dann zur Mitte zurückkommen. Die Füße ein bisschen mehr als hüftbreit und die Zehen zeigen leicht nach außen. Und dann beginnen jetzt hier mit den Armen zu schlenkern, von rechts nach links den Oberkörper zu drehen. Und immer wenn du hier mit den Händen so leicht an die Nieren anklopfen und jedes Mal, wenn du dich drehst, hebt eine Ferse vom Boden ab. Leichte Mobilisation hier, Rotation im Oberkörper. Und gleichzeitig aktivieren wir hier das Qi in den Nieren. Ja, die Daoisten sagen, hier sitzt unsere Lebensenergie, unser Prana. Weiter atmen. Und dann lass einmal den Kopf in der Mitte. Schau weiter nach vorne und lass nur den Oberkörper rotieren. Genau, und dann einmal zur Mitte zurück. Schlenkern, mach einmal einen großen Armkreis über vorne. Atme ein durch die Nase, durch den geöffneten Mund. Aus, noch einmal. Und aus. Hier Freiraum in Brustkorb und Schulter, Gürtel kreieren, noch einmal. Sehr schön. Und stell die Füße hüftbreit, verschränk die Hände einmal hinterm Rücken. Beug die Knie, roll die Schulterblätter zurück und zusammen. Atme ein hier im Brustkorb, Schlüsselbeine und mit der Ausatmung komm einmal in die Vorbeuge hier mit Schulteröffner. Gerne einmal ausseufzen. Lass die Hände über den unteren Rücken Richtung Boden gleiten. Greif einmal den gegenüberliegenden Ellenbogen. Beug das rechte und das linke Knie und lass den Oberkörper so von rechts nach links pendeln. Und hier in der Mitte ankommen. Und dann beug deine Knie, bring die Hände zum Boden. Und finde den Übergang ins Sitzen. Richte dich ein auf deinem Sitzkissen, Decke,
sodass du gut erhöht sitzen kannst und die Hüften höher sind als deine Knie. Vielleicht nochmal so das Sitzfleisch rausziehen, dass du wirklich gut geerdet auf beiden Sitzbeinhöckern Platz nehmen kannst. Und dann etabliere hier deine Asana. Asana bedeutet Sitz. Und wir möchten die Qualitäten von Stabilität und Leichtigkeit in diesen Sitz etablieren. Das heißt, finde die Stabilität hier durch deine Sitzbeinhöcker, durch die Basis, die Beine, die dieses Dreieck bilden. Und von der Basis richte dich auf mit ganz viel Leichtigkeit, die Wirbelsäule Richtung Himmel, Kopfkrone strebt Richtung Himmel, Kinn zieht leicht Richtung Brust. Die Handflächen auf den Oberschenkeln, die Augen geschlossen. Und dann beginn hier jetzt deine Atmung wahrzunehmen. Nimm wahr, wie der Atem einströmt durch beide Nasenlöcher und ausströmt. Nimm wahr, wie kühle Luft durch beide Nasenlöcher einströmt und wärmere Luft ausströmt. Beginne den Atem hier bewusst zu vertiefen und zu verlängern. Mit der Einatmung Luft strömt ein durch beide Nasenlöcher. Mit der Ausatmung Luft strömt aus. Wenn du jetzt einatmest, spüre diesen Luftstrom durch das rechte und durch das linke Nasenloch. Von dem Ort ein paar Zentimeter vor den Nasenlöchern einströmen, bis nach oben zum Punkt zwischen den Augenbrauen, zum dritten Auge. Und mit der Ausatmung wie der Luftstrom aus dem rechten und linken Nasenloch ausströmt. Mit der Einatmung die Luft einströmt. Mit der Ausatmung die Luft ausströmt. So als ob du den Luftstrom wie ein Fluss, wie zwei Flüsse sehen könntest, die durch beide Nasenlöcher einströmen, bis zum Punkt zwischen den Augenbrauen. Und mit der Ausatmung, wie diese Luftflüsse ausströmen durch beide Nasenlöcher. Atme noch ein paar Runden so bewusst und folge mit deiner Aufmerksamkeit dem Atemstrom. Ein bis nach oben zum Punkt zwischen den Augenbrauen, dem dritten Auge. Mit der Ausatmung nimm wahr, wie die Luftströme ausfließen. Gleicher Einatemrhythmus wie Ausatemrhythmus. Tiefe, volle und langsame Atemzüge. Mit jeder Einatmung sammel Energie, Prana,
bis hoch ins dritte Auge. Mit der Ausatmung vom dritten Auge ausströmen lassen. Wir sammeln Prana, Lebensenergie, hier im Punkt zwischen den Augenbrauen im dritten Auge. Spüre, wie sich Präsenz immer mehr im dritten Auge sammelt, sich der linke und rechte Fluss hier im dritten Auge vereint. Noch ein paar Runden so. Spüre, wie sich Prana immer mehr im dritten Auge sammelt. Bewusstsein im dritten Auge. Während du weiter atmest, lenke jetzt die Aufmerksamkeit auf deine fünf Sinne, der Sehsinn hinter den geschlossenen Augenlidern, der Hörsinn, die Fähigkeit, Geräusche wahrzunehmen durch deine Ohren, der Geschmackssinn, der Geruchssinn durch die Nasenlöcher. Und der Tastsinn oder auch Gefühlssinn über die Haut. Nimm die Haut wahr, die all deine Zellen, deine Körperfunktion und Strukturen beinhaltet. Die Schicht, die alles zusammenhält, die Poren der Haut, durch die die Haut auch die ganze Zeit ein- und ausatmet, das größte Organ in unserem Körper, die Haut. Und wenn du jetzt einatmest, spüre innerlich oder sehe, wie du nährstoffreiche Energie in Form von Licht durch die Haut, durch die Tore der Sinne nach innen ziehst, bis ins Zentrum des Gehirns. Hier kurz die Atmung hältst und mit der Ausatmung, wie du das Licht abgibst in alle Richtungen. Mit der Einatmung nimm wahr, wie du Energie einatmest, Prana,
über die Poren der Haut, Augen, Nase, Mund, Ohren. Die Energie hier im Zentrum des Gehirnes sammelst, kurz hältst und mit der Ausatmung wie das Licht deinen gesamten Körper flutet und in alle Richtungen ausstrahlt. Bleibe bei dieser Bewegung von Energie. Mit der Einatmung Energie, Licht zum dritten Auge ziehen, Punkt zwischen den Augenbrauen und 2 Zentimeter innerhalb des Kopfes, Zentrum des Gehirns. Hier Licht halten, eine Lichtkugel sammeln und mit der Ausatmung Licht in alle Richtungen abgeben. Spüre mit jeder Einatmung, wie dein Gehirn erfrischt wird, der Geist erneuert wird. Negative, schwere Gedanken durch das Licht vertrieben werden. Bleibe bei dieser Energieführung mit deiner Achtsamkeit. Dich aufladen mit hellem, strahlendem Licht wie eine Batterie. Den ganzen Körper immer mehr mit Licht füllen. Und lass den Atem immer unangestrengter werden. So als ob diese Bewegung die natürlichste Bewegung der Welt sei. Halte den Brustkorb, Herzraum offen. Dann lass diese Bewegung ganz natürlich ausklingen.
und halte dein Bewusstsein im Zentrum des Gehirns, Kugel aus Licht, helles, strahlendes Licht, was alles erleuchtet, dein Geist, den Körper, in alle Richtungen ausstrahlt. Bleibe bei diesem Gefühl, bei dieser Erfahrung. Halte deine Achtsamkeit hier und erlaub dir ganz einzutauchen in den Zustand der Meditation, der sich daraus ergibt. Entspanne den Körper völlig. Bewusstsein in Licht gebadet.
Atme tiefer ein und aus. Senk das Kinn leicht Richtung Herz. Bring die Achtsamkeit zum Herzraum. Atme ein paar Mal tiefer ein und aus in den Herzraum. Spür den Geist genährt, erfrischt. Und wiederhole innerlich dreimal folgende Affirmation. Ich genieße es, einen klaren, wachen und ruhigen Geist zu haben. Ich genieße es, einen klaren, wachen und ruhigen Geist zu haben. Ich genieße es, einen klaren, wachen und ruhigen Geist zu haben. Und spüre die Klarheit, die Wachheit und Ruhe in deinem Geist und jeder Zelle deines Körpers. Und dann verbinde die Handflächen vor dem Herzraum. Atme ein und aus in den Herzraum. Schenk dir selbst ein Lächeln, dass du heute Morgen hier aufgetaucht bist auf deiner Matte, um gemeinsam zu praktizieren. Und verbinde dich nochmal mit dem Gefühl der Dankbarkeit. Dankbarkeit für all die Dinge, die du in deinem Leben hast. Drei Dinge ruf dir ins Bewusstsein, für die du jetzt gerade besonders dankbar bist. Menschen, Tiere, Gegebenheiten. Und dann schließen wir mit einem gemeinsamen Om. Atme nochmal ein und aus. Und ein für das Om. Ich danke euch. Namaste.